Moin zusammen. Heute war ja das Digital-Event von Capcom oder von Monster Hunter. Die haben das letzte Titel-Update für Monster Hunter Rise Sunbreak vorgestellt, also Titel-Update 6. Und das erscheint schon morgen. Also morgen können wir das auf der Switch laden. Die anderen Konsolen und der PC, die müssen sich noch etwas gedulden. Die bekommen das Paket Titel-Update 4, Titel-Update 5 und 6 erst am 24.08. Also da ist noch Geduld gefragt. Da bekommen die anderen Konsolen, also Xbox und PlayStation und der PC, die drei Titel-Updates auf einmal. Also das schon mal vorab. Die müssen sich noch etwas gedulden, aber auf der Switch kommt das morgen schon. Und nun ja, wir kriegen den Urmalzeno. Der sah ganz cool aus im Trailer, den seht ihr hier auch gerade. Aber mehr bekommen wir erstmal nicht. Oder bekommen wir nicht. Jedenfalls an Monstern. Oder an neuen Monstern. Der Urmalzeno bringt dann auch eine neue Rüstung mit. Und ich denke, da wird auch eine neue Fähigkeit drauf sein. Beim normalen Malzeno war das ja Blutritus, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Wir schauen aber nochmal. Nochmal die Ausrüstung ändern. Gehen wir da mal hin. Und da bist du. Ja, Blutritus. Perfekt. Genau. Ich denke, das werde auch mit drauf haben und vielleicht noch etwas anderes. Wir werden es sehen, weil morgen ist es ja schon soweit. Ich werde dann auch morgen den ersten Kampf von mir da aufnehmen und dann schauen wir mal, ob ich das geschafft habe. Aber zumindest werden wir uns am Ende dann die Rüstung und die Waffen mal anschauen, was da so auf uns wartet. Dann bekommen wir nicht nur den Urmalzeno, sondern auch die kuriose Rüstungsverbesserung wird erweitert. Da haben wir bisher nur das normale Augmentieren. Das Augmentieren, wo wir den Fokus auf Verteidigung haben und den Fokus auf Fähigkeiten ändern. Und jetzt bekommen wir noch die Auswahl in Dekorationsslots ändern. Das heißt, dass wir mit einem Dreier- und Einer-Slot reingehen und nachher mit einem Vierer- und Zweier zum Beispiel rausgehen. Also, dass wir da mehr Slot-Änderungen haben. Und wir bekommen auch neue Dekorationen. Das, was man schon sehen konnte, war eine Deko Level 4 mit Extraschuss, also dass man zweimal die Fähigkeit drin hat. Oder auch Blutritus in einer Level 4 Deko. Und auch eine Deko für Inspiration. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob wir Inspiration schon mal als Fähigkeit auf einer Rüstung hatten. Mir kommt das irgendwie so bekannt vor, weil das ist eine Angriffserhöhung. Und wenn das aktiviert wird, oder das wird aktiviert, wenn man zum Beispiel mit einem Jagdhorn unterwegs ist, eine Melodie spielt und in der Range, wo das Jagdhorn oder die Melodie denn aktiviert ist, in der Range wird dann auch der Angriffsbonus auf die Verbündeten draufgelegt, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Und ich glaube, das hatten wir schon mal irgendwo in irgendeiner Rüstung, aber ich bin mir nicht mehr sicher. Aber das sind zum Beispiel ein paar neue Dekos, die wir bekommen. Und die Entwickler hatten noch gesagt, dass wir bis zum 27. Juli diesen Jahres Event-Quests bekommen. Also bis dahin wird noch supported und danach ist dann wirklich Schluss mit Sunbreak und Content für Sunbreak. Wie gesagt, die anderen Konsolen und PC bekommen das dann erst im August. Darum müssen die da noch ein bisschen warten. Aber wir auf der Switch bekommen bis zum 27. noch die ganzen Event-Quests. In den Event-Quests bekommen wir dann Deko-Rüstung oder irgendwelche Emojis oder Sticker. Ihr kennt das ja. Denn ganz am Ende des Digital-Events wurde noch vorgestellt, welche Monster in Monster Hunter Rise und auch in Sunbreak am meisten gejagt wurden. Da war zum Beispiel in Sunbreak der Daimyo Hemi Tower auf Platz 1. Und dann wurde noch gezeigt, wie viel Prozent der Spieler ein Großschwert, also die ganzen einzelnen Waffen, spielen. Da wurde jede Waffe gezeigt, wie viel Prozent der Spieler die gespielt haben oder wie oft damit halt in die Quest gegangen wurde. Und dann auch, welcher Seilkäferangriff am meisten bei den einzelnen Waffen genutzt wurde und auch welche Waffe. War ganz interessant für die Statistik, aber ja, ansonsten war es okay. konnte man sich mal anschauen, wollen wir mal so sagen. Weil man konnte, gerade auch bei den Waffen, konnte man ja sich das eigentlich denken, dass zum Beispiel Lanzen und Gewehrlanzen
mit am wenigsten gespielt werden und leichtes Bogengewehr und Langschwert, dass das häufiger gespielt wird, das schon. Aber das ist ganz witzig, dass sie das alles getrackt haben. Auch welche Seilkäferangriffe. Wurde auch noch vorgestellt, wie oft man verreckt ist oder in Ohnmacht gefallen ist. Und ja, sowas alles. Ich lasse das hier aber auch gerade mal durchlaufen, dass ihr euch das anschauen könnt. Vielleicht interessiert euch das ja. Wird's nicht. Ich lasse es trotzdem durchlaufen. Okay, das war's auch mit der Vorstellung von dem Digital-Event, was sie da so gemacht haben. Die haben auch mitten im Digital-Event haben die auch so einen Mini-Podcast gehabt zwischen dem Producer, also Tsujimoto und den beiden Entwicklern oder den beiden leitenden Entwicklern oder Directoren von einmal Monster Hunter Rise und Monster Hunter Rise Sunbreak. Da haben ja zwei unterschiedliche das geleitet. Einmal Suzuki für Sunbreak und Ishinose, so heißt er, für Rise. Da haben die ein bisschen geredet, auch was die an Community-Feedback bekommen hatten. Und was sie getwittert haben und was sie in der Entwicklung interne Stories haben die da erzählt. Jetzt nichts Großartiges, dass sie gesagt haben, oh, wir haben das oder wir wollten eigentlich das und das Monster mit reinbringen, aber haben es dann doch nicht mehr geschafft. Das haben sie zum Beispiel nicht erzählt, da haben sie nur gesagt, nee, können wir nicht sagen. Sowas wäre vielleicht mal interessant gewesen, aber anstatt dessen haben sie erzählt, oh, wir haben zum Valentinstag ganz viele Schokolade oder ganz viel Schokolade und Geschenke für Meister Tsuchi bekommen. Und dann hat eine Designerin oder Designer für uns so Grußkarten gemalt und die haben wir dann gepostet. Sowas haben sie erzählt und ja. Aber naja, kann man nicht ändern. Okay, das war's auch mit der kleinen Zusammenfassung oder mit dem Video für das Digital-Event, was heute war. Wie gesagt, morgen bekommen wir das Titel-Update 6 auf der Switch. Alle anderen müssen noch bis zum 24. August warten. Dann bekommen die das auch. Schreibt gerne in die Kommentare, was ihr von dem letzten Update haltet für Sunbreak. Wie gesagt, ich werde den Kampf gegen den Urmalzeno oft nehmen und dann schauen wir uns mal gemeinsam die Rüstung an und auch die Waffen, die wir dadurch bekommen. Guti, dann habt noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss!